Die Krieg der Sterne-Saga ist die Kultfilmreihe schlechthin, jeder neue Teil ist stets ein Riesenspektakel. Jetzt, denn zum ersten Mal stellt sich ein neuer Star Wars-Teil als absoluter Flop heraus. Solo, die Geschichte von Han Solo, im Original gespielt von Harrison Ford, im Neuableger spielt Newcomer Alden Ehrenreich, kann niemanden so wirklich begeistern. Ganze 50 Millionen Dollar, knapp 42,5 Millionen Euro. Verlust soll der neue Film laut Hollywood Reporter machen, die ersten negativen Zahlen in der Geschichte der Saga aus der Feder von George Lucas, 74. Chewbacca und Han Solo haben angesichts der Einspielergebnisse eher nichts zu lachen. Foto, Jonathan Olli Epifoto. Deutsche Presseagentur. An generellem mangelndem Interesse dürfte das nicht liegen. Der vorletzte Teil, das Erwachen der Macht, Originaltitel, The Force Awakens, gilt als der erfolgreichste Star Wars-Teil aller Zeiten und sogar als der erfolgreichste Film an den amerikanischen Kinokassen überhaupt. Über 2 Milliarden Dollar spielte er ein. Wenn's nicht am mangelnden Interesse der Fans liegt, woran liegt es dann? Der Film sei ganz nett, ein harmloser Blockbuster, argumentieren Kritiker. Und genau hier liegt das Problem. Es gibt nichts aufregend Neues, keine neuen Erkenntnisse, Offenbarungen. Das ist definitiv zu wenig für einen Star Wars-Teil. Auch der letzte Teil der Saga könnte etwas damit zu tun haben, während die letzten Jedi bei der Kritik gut wegkam, waren Hardcore-Fans alles andere als begeistert und übten heftige Kritik an Lucasfilm und Disney. Viele fanden, dass die Verantwortlichen unzureichend auf die Empörung der Fans reagiert haben, möglicherweise boykottieren deswegen viele Fans auch den aktuellen Film. Alden Ehrenreich ist in Solo als junger Han Solo zu sehen. Foto, Picture Alliance Epifoto. Außerdem scheint es Disney sehr eilig mit neuen Teilen zu haben, seit der Konzern 2012 die Rechte erwarb. Gefühlt kommt jedes halbe Jahr ein neuer Star Wars in die Kinos, auch Fans sind mal übersättigt. Auch der Zeitpunkt war vielleicht schlecht gewählt, nur wenige Wochen nach Avengers, Infinity war ebenfalls Disney, schon wieder mit einem Film in die Kinos zu kommen, könnte für die Fans zu viel des Guten gewesen sein. Mehr Pominus gibt's auf Bild Facebook, jetzt folgen.